ging stürmisch zu am Motodrom in Hope. Genau das passende Wetter. Wenn es so richtig ungemütlich, nass und kalt ist, sind die Fans auch gleich eingestimmt auf die Cross- und Crash-Show. Wer hier zuschaut, will Spektakuläres, will Action, will spannende Rennen. Um welche Titel und Trophäen es da im Einzelnen geht, ist eigentlich egal. Hauptsache, es geht rund und die Besten sind am Start. Trotzdem lassen sich die Veranstalter immer wieder neue Prädikate einfallen, um ihren Renntag aufzuwerten. Da gibt es offizielle und inoffizielle Meisterschaften und kein Mensch blickt mehr richtig durch. Was gestern als Europameisterschaftslauf der Spezialcrossfahrzeuge hochgewertet wurde, war genau genommen eine tschechische Meisterschaft mit internationalen Statisten aus 5 Ländern. Hätte den Tschechen nun noch Paroli bieten können. Willi Rösel mit der Nummer 2 links im Bild erwischt den besten Start. Mit 7 Europameistertiteln ist der Gießener längst ein Cross-Idol, obwohl er aus Verärgerung über die deutschen Verbandsoberen seit einem Jahr für Österreich startet. Der beste deutsche Cross-Artist aller Zeiten gibt nach dem Halbfinale auf und denkt sogar ans Aufhören. Ich bin froh, wenn bei mir das Auto heute ganz bleibt. Also ich will nicht unbedingt gewinnen. Weil wir haben in 3 Wochen den Nationencup und der ist mir wichtiger. Heißt das, dass Sie Ihr Fahrzeug jetzt im Finale schonen? Wenn irgendwas zu gefährlich wird, ja. Die Siegesfeier wurde schließlich eine rein sozialistische Angelegenheit. 3 Tschechen strahlten vom Podest, die Fahrerkollegen aus Ungarn stifteten den Sekt für die Jubelfeier und die Russen sorgten für das angemessene Etikett.